Hallo Freunde, heute wollen wir uns wieder mit der Thematik halboffene respektive offene Linien beschäftigen. Ich habe da mal schon ein Video zu gemacht, ja, und demonstriert, wie wichtig es ist, die einzige offene Linie zu kontrollieren und welche Folgewirkungen das alles hat. Das habe ich schon mal in diesem Video gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Heute wollen wir uns zwei Beispiele anschauen. Zum einen, wo wir mit einer halboffenen Linie anfangen, wie wir da den Vorteil verwerten können. Und beim zweiten Beispiel haben wir eine offene Linie und da können wir wunderbar demonstrieren, wie wichtig es ist, diese Linie zu kontrollieren. Und deswegen offene Linien ist natürlich für Türme immer besonders gut und wichtig und aktiv. Der Turm auf die siebte Reihe zum Beispiel, ja? Da stehen viele Bauern, die man angreifen kann. Und. Der gegnerische Turm ist eben entsprechend passiv. Da gibt es so viele Sachen, die hängen immer miteinander zusammen. Und genau, ich hoffe, diese beiden Beispiele werden euch auch nochmal wieder vor Augen halten und vor Augen führen, wie wichtig in der Praxis solche Dinge sind. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Beispiel an. Nun, in unserem ersten Beispiel hier sehen wir, dass noch keine Linie richtig offen ist. Es gibt nur zwei halboffene Linien. Der Weiße hat die halboffene C-Linie und der Schwarze hat potenziell die halboffene D-Linie. Auf der D-Linie stehen natürlich noch sehr viele Figuren, da sind, bis die Türme da mal eine Wirkung entfalten, das dauert wahrscheinlich noch was. Auf der C-Linie, ja, da ist dieser C6-Bauer hier schon mal potenziell ein Schwächling, der angreifbar ist. Wenn die weißen Figuren von der C-Linie verschwinden, wäre der C6-Bauer direkt eine Schwäche, die man angreifen kann. Das wäre eine der Sachen. Das zweite ist aber auch, dass aus einer halboffenen Linie auch jederzeit natürlich eine offene Linie werden kann. Und das hier ist so ein Fall, denn weiß am Zug schlägt mit Springer schlägt D5 diesen ja, zentralisierten guten Springer, die beste Figur im schwarzen Lager. Und Schwarz muss sich jetzt entscheiden, wie schlage ich zurück? Und er hat natürlich mit dem C-Bauern geschlagen. Wir könnten natürlich mit dem E-Bauern schlagen, ja, aber rein grundsätzlich behalte ich dann hier auf C6 die Schwäche über. Und jetzt hier in dem Fall durch diesen Doppelangriff würde ich sogar einen Bauern verlieren. Aus schwarzer Sicht macht das natürlich wenig Sinn. Und deswegen hat Schwarz hier mit dem Bauern zurückgeschlagen. Jetzt ist diese Schwäche aufgelöst. Das könnte man aus weißer Sicht sagen, warum? Und jetzt, das ist eben eine Transformation von einem Vorteil in den anderen. Dass wir jetzt sagen, wir kriegen jetzt nicht nur ein Tempo auf den H7, wir haben eben jetzt auch die offene C-Linie bereits unter Kontrolle und können jetzt auf der siebten Reihe zum Beispiel eindringen. Und damit die gegnerische Koordination der schwarzen Figuren hier massiv stören. Und so kam es eben auch, dass die Dame hier auf die siebte Reihe eindringt. Ja, und jetzt kann der Springer schon nicht ziehen, weil die Dame eben dahinter hängt. Der Läufer kann nicht mehr richtig rausziehen. Ja? Alles so Kleinigkeiten, die jetzt in der Praxis vor allem so unangenehm sind, dass man überhaupt Schwierigkeiten hat, Züge zu machen. Okay. Schwarz versucht sich zu entfesseln und greift hier etwas mit der Dame an. Das ist auf den ersten Blick natürlich löblich. Sollte Weiß auch definitiv vor seiner Abwicklung eingeschätzt haben und berechnet haben. Und ihr könnt ja mal gucken, wie ihr euch hier wohlfühlen würdet und was ihr hier machen würdet. Wir haben natürlich die Option, zum Beispiel mit Turm C2 diesen Bauern zu decken. Die Türme zu verdoppeln wäre auch eine Option. Aber man könnte auch sagen, ich greife die Dame einfach an. Denn, und hier muss man natürlich ein bisschen rechnen, das gebe ich zu, die Dame zieht erstmal weg. Warum aber schlägt die Dame nicht auf B2? Weil sie da einfach massiv in Gefahr gerät. Zunächst einmal Turm A1, was dem A-Bauern hier deckt. Und Turm F1 nach B1 droht. Und dann eben, dass die Dame hier schon gefangen ist. Die kann sich noch über B3 vielleicht noch irgendwie rausretten, hier mit so einem Doppelangriff vielleicht. Aber damit C6 greift den Turm eben an, verhindert oder die Flucht über A4. Und wenn der
Turm jetzt hier einfach, also wenn Schwarz jetzt hier auf D3 schlägt, gewinnt Weiß eine Qualität einfach. Oder wenn der Turm hier wegzöge, dann käme eben Läufer B5 und dann sehen wir, jetzt sind wieder zwei Felder unter Kontrolle. Der Läufer hängt auch nicht mehr. Es droht wieder Turm FB1 und die Dame kommt hier einfach nicht mehr raus. Dann hat sie sich am Ende des Tages verfangen, ja, und das wieder nur wegen so einem kleinen Bäuerchen. Deswegen hat die Dame diesen Bauern nicht geschlagen und ist nach A4 gegangen. So, und jetzt schauen wir mal. Auf den ersten Blick, ja, vielleicht kann der Läufer irgendwann mal nach A6 gehen, ja, um sich zu entwickeln und gegen den Läufer D3 zu tauschen. Aber vorher muss natürlich mindestens nochmal der Springer weg. Weiß hat also im Grunde erstmal viel Zeit. Und er könnte hier diverse Dinge machen, wie Turm, Verdopplung oder Vertripplung schon, könnte er schon im Angriff nehmen. Eins der Hauptvorteile von solchen Stellungen ist, wenn man wirklich überhaupt nicht unter Druck steht, dass man wirklich alle Zeit der Welt hat. Und hier sollte man immer wieder auch sich vor Augen halten. Noch droht der Gegner nichts, aber es könnte ja irgendwann mal soweit sein. Und hier habe ich so viel Zeit, dass ich mir mal ein Luftloch machen kann. Damit ich hier, wenn die Türme mal irgendwann auf der siebten Reihe unterwegs sind, nicht irgendwie irgendwann ein Tempo verlieren muss, wenn es irgendwie wichtig ist. Ja, Schwarz versucht, ihren Springer wegzuziehen. Dadurch kann der weiße Springer aber auch eben nach vorne kommen. Und wir sehen, die Kontrolle über die ganze Stellung, ne? Der Springer, der wirkt natürlich hier wunderbar. Weiß hat alles unter Kontrolle, alle Figuren stehen gut und Schwarz kann immer noch nicht ziehen. Er versucht mit Läufer D7. Warum versucht er nicht Läufer A6? Na, ganz einfach, aus taktischen Gründen. Ja? Der Läufer scheint gedeckt, aber wir können mit B3 die Dame angreifen. Die Dame sollte natürlich nicht schlagen, weil der Läufer dann einfach weg wäre. Ja, aber wo soll die Dame hingehen? Irgendwann geht der Dame quasi die Felder aus und nach dem Schlagen auf der A-Linie öffnet sich eben die A-Linie und der Läufer ist verloren. Also, auch das wieder so ein Indiz dafür, dass das Weiß hier alle Zeit der Welt hat. Läufer C2. Greifen wir die Dame an. Und B5. Greifen wir wieder an. Und die Problematik ist mit diesem Bauern hier, ja, es ist immer A4 greift den Läufer an und will einfach diesen Läufer jetzt überlasten und gewinnen. Und wir sehen nach, dass das einfach auch Schwarz überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat. Er hat Dame C6 nicht, Dame B5 kam in der Partie. Und ansonsten gehen ihm eben auch die Felder aus, um den Läufer gedeckt zu halten. Ja, und dann sehen wir auch wieder, dass der verzweifelte Versuch, sich irgendwie zu entwickeln, um die Türme auf die Ziellinie entgegenzustellen, schon nicht mehr funktionieren, rein taktisch einfach nicht. Nach Läufer C2 und A4 ist einfach diese Figur weg. Schwarz kann dafür immerhin die C-Linie besetzen. Aha, und das ist wahrscheinlich der Trick gewesen, auf den sich Schwarz so ein bisschen verlassen hat, dass er sagte, ja, guck mal hier, jetzt kriege ich auf C2 ein Gegenspiel. Problem ist, wenn er jetzt Variante hier auf C2 schlüge, ja, nach dem Tauschen hängt eben der Springer, der Turm auf F8 und der Springer, ja, und dann hat Weiß eine Qualität mehr, abgesehen davon, dass der A8 jetzt auch noch weg ist. Und wir gucken nochmal eben ganz kurz, wenn der Turm hier wegzöge, dann wäre eben die gleiche Problematik, dass am Ende des Tages ein anderer Turm hängen würde. Weiß, so oder so wird der Material gewinnen. Und deswegen kam hier Turm AC8 und nach Dame B7, ja, jetzt ist das Problem, jetzt kann Schwarz diesen Turm schon wieder nicht retten, weil dann einfach ein Abzugsschach käme und dann auf C8 dieser Turm hängen würde. Ihr seht also, einmal die Linie besetzt, dann wird rein schon taktisch
schwierig bis unmöglich für den Gegner, die Koordination herzustellen. Hier, und in der Partie hat jetzt Springer D7, okay. Und wenn Weiß jetzt hier auf D7 schlüge, dann könnte Schwarz zurückschlagen und würde überlebt haben. Aber nach Läufer H7 ist eben die C-Linie wieder frei. Weiß bekommt mindestens die Qualität. Ja, und wird am Ende des Tages natürlich problemlos diesen Vorteil verwerten können, weil natürlich hier die Bauern auf der siebten Reihe auch noch alle fallen. Ne? Und vor allem, wir sehen, dass bei Weiß, im weißen Lager, keine Schwächen sind, die die Dame angreifen kann. Auch immer noch ein wichtiges Kriterium. Und ja, deswegen hat Schwarz hier die Partie auch direkt aufgegeben, denn das ist alles ein Kampf, eine Agonie, ne? Die muss man sich nicht gönnen. Und ja, offene Linie kontrolliert, hat die Partie kontrolliert. Hier haben wir die Transformation von einer halboffenen Linie in eine offene Linie gesehen. In unserem zweiten Beispiel ist die Linie direkt offen. Dann schauen wir mal, was da passiert ist. Nun schauen wir uns das zweite Beispiel an und stellen fest, wo sind hier offene Linien? Und da gibt es nur eine offene Linie, das ist die D-Linie. Die Dame kontrolliert die D-Linie, okay, aber das ist natürlich nicht so effektiv, weil zum Beispiel auch der Turm auf D1 kommen kann und dann entsprechend die Dame ablösen kann mit der Kontrolle über die D-Linie. Wie können wir uns also jetzt als Schwarz ja hier am Zug, die D-Linie sichern? Und dann wird man auf die Idee kommen, oh, wenn wir diesen Zug Turm A nach D1 verhindern, hat Weiß keine andere Möglichkeit mehr, auf die D-Linie zu kommen. Und dann werden wir feststellen, Läufer B3. So einfach wie effektiv. Ja, dieser Zug verhindert einfach Turm D1. Schwarz erobert die D-Linie. Damentausch würde natürlich auch dem Schwarzen sehr entgegenkommen, weil ohne Dame überhaupt kein Gegenspiel mehr ist, kein dynamisches Gegenspiel. Ja, auch solche Drohungen wären dann nicht mehr vorhanden. Weiß versucht, die Dame auf dem Brett zu halten, okay. Aber wir sehen, Tausch grundsätzlich hört uns nicht, denn irgendwann können wir die D-Linie besetzen. Und jetzt sehen wir einfach, die D-Linie, das Feld D2 muss Weiß noch im Auge haben. Ja, noch hat das, aber wer weiß wie lange. Die D-Linie kann er eben nicht im Auge haben. Auch der Punkt D5, dass der Springer hier mal reinhüpfen könnte, ist vom Läufer mit kontrolliert. Das heißt, dieser Läufer hier ist natürlich deutlich, deutlich aktiver. Hinzu kommt noch, dass Schwarz eine 3 gegen 2 Mehrheit am Damenflügel hat, die er auch noch in Wallung bringen kann. Und wir sehen mal, die Partie wird noch ein paar Züge dauern, keine Frage, aber Weiß wird es nicht gelingen, die D-Linie zu kontrollieren. Und das wird dann Stück für Stück für Stück immer weiter passiv und unangenehm werden. Zunächst einmal F3 versucht, den E-Bauern zu decken. Okay. Dann auf D4 schönes Vorpostenfeld, um die Turmverdopplung vorzubereiten. Springer E2 vertreibt den Turm. Okay, dann gehen wir halt wieder. Wir können es auch hier verdoppeln. Ja. Wenn Weiß jetzt hier mit Springer C3 wieder spielen würde, ja, dann hätten wir einfach den Zug Turm D7 geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen. Dame E3 greift diesen Bauern an. Den wollen wir natürlich auch nicht abgeben, C4. Und damit haben wir das nächste Feld im weißen Lager mitkontrolliert. Jetzt haben wir D1 kontrolliert und wir drohen auch noch mit Turm D3 zum Beispiel auf die dritte Reihe einzudringen und die Verdopplung vorzubereiten. Und ja, es wird immer mehr. Ja? Mit jedem Zug wird die Luft für den Weißen immer dünner. Es kam Springer C3. Wir schauen uns mal eine kleine Variante an, was passiert, wenn der Springer nach D4 ginge. Das sieht ja auf den ersten Blick toll aus. Man gewinnt ein Tempo auf die Dame. Vielleicht kann man den Läufer hier schlagen. Aber wenn die Dame zum Beispiel nach F6 geht und Springer D3 kommt, dann kommt der Zwischenzug Turm D3. Wieder mit Angriff auf die Dame. Die Dame zieht weg. Wir schlagen den Springer. Und dann sehen wir einfach, dass die weiteren Schwächen, der B2 zum Beispiel, schon direkt zweimal angegriffen sind und super schwierig zu decken sind.
Außerdem, wenn er den jetzt gedeckt hält, können wir. Wir könnten sagen, materialistisch, ja, komm, wir schlagen den Bauern. Aber viel effektiver ist es, den Druck auf diesen Bauern aufrechtzuerhalten und die offene Linie erstmal wieder zu kontrollieren. Weil was nutzt uns das, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Bauern schlagen würden? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, so grundsätzlich. Aber immerhin könnte der Weiße jetzt auf eine offene Linie gehen. Und wer weiß, ob nicht irgendwie eine Form von Gegenspiel dann irgendwann mal möglich ist. Ja, vielleicht auf dem Punkt F7 zum Beispiel. Deswegen gegnerische Figuren in ihrer Aktivität einschränken ist sicherlich auch immer noch wieder ein weiteres Kriterium. Ja, und deswegen besetzen wir erstmal die Linie. Ja. Der Bauer rennt ja, wenn er nicht wegrennt, dann sorgt er dafür, dass die weißen Figuren sehr, sehr passiv stehen. Und das ist viel mehr wert, als den blanken Bauern wirklich in Hand zu haben. Und deswegen hat Weiß versucht, mit Springer C3 ja, die Figuren am Brett zu halten und vielleicht den Springer mal irgendwann nach D5 reinpflanzen zu können. Jetzt sofort geht's halt nicht. Irgendwelche taktischen Motive hier entsprechend auf dieser E-Linie zum Beispiel. Nun, Turm D3, Dame E5, Schwarz zentralisiert sich ja und bereitet die Verdoppelung vor. Und jetzt sehen wir, Weiß kann zwar Züge machen, aber keine effektiven Drohungen aufstellen, sich effektiv verbessern, was Aktivität angeht. Und genau, Schwarz hat alle Zeit der Welt, hat schon Luftloch, der Läufer kontrolliert hier dieses Feld. Wir verdoppeln und vertrippeln auf der D-Linie nach Belieben sozusagen. Für den Fall. Und das gucken wir uns mal eben kurz an. So ein Zug wie F4 wird vielen Spielern dann in ihrer Verzweiflung quasi in den Sinn kommen. Und dann irgendwann mal E5 und versuchen, den Springer zu aktivieren. Kann man natürlich absolut grundsätzlich nachvollziehen, dass man das machen möchte. Problem ist natürlich, dass immer auch jetzt dieser F4 auch immer noch weg ist. Und diese Bauern, wenn man Pech hat, überlastet werden und eher zur Zielscheibe werden, denn dass die Bauern irgendwas was bewirken, in Anführungsstrichen. Ist definitiv immer ein bisschen zweischneidig. Ja? Man will ja oder man sollte irgendwas machen, irgendwas Aktives machen, aber wenn man sich dann selber noch weitere Schwächen zufügt, kann es eben auch diesen Boomerang-Effekt haben. Deswegen ist das super, super verpflichtend, hier diese Bauern vorzuziehen, ne, und damit weitere potenzielle Schwächen sich zu kreieren. Im Nachhinein weiß man natürlich immer, was besser gewesen wäre, keine Frage. Ne, und nur in reiner Passivität zu verweilen und zu fahren, ist halt auch nicht jedermanns Sache, keine Frage. Deswegen kann man das nachvollziehen, wenn man das im Auge hat, aber noch ist ja hier nichts passiert. Außer der D-Linie haben wir mit Schwarz ja noch nicht viel. Ja, aber wenn die Bauern hier sich selber schwächen, ja, vielleicht kann ich die auch hier irgendwie selber angreifen. Ja, jetzt ist E5 schon nicht möglich, weil der F4 hängt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr verpflichtend. In der Partie folgte Dame H4 und Schwarz sagt sich, ja, komm, jetzt setze ich mal meine Bauern in Bewegung und hole mir noch mehr Raumvorteil, deaktiviere diesen Springer auf C3, denn der kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht, der gegen Dame F2 kam wieder, der kann jetzt hier auch aus taktischen Gründen nicht nach D5 gehen, ja, weil der einfach weg ist, und dann A4. Insgesamt hat Weiß eine Figur mehr. Und deswegen, ja, bleibt Weiß nur dieses Hin- und Herziehen. Schwarz verbessert seine Stellung. So. Aber er setzt eben auch diesen Freibauern in Gang. Und wir sehen, wir haben durch die Kontrolle über die D-Linie verhindert, dass Weiß was Aktives macht.
schon jetzt den nächsten Vorteil in Wallung bringen, hier diesen C-Bauern. Wenn Weiß hier auf D2 schlagen würde, würde dieser Bauer schlagen, dieser Läufer würde dann das Umwandlungsfeld kontrollieren. Das sind all diese Kleinigkeiten, ja, alles, was Weiß eben nicht machen kann, ja, und das ist immer so ermüdend, wenn man, stellt euch vor, ihr müsst 20, 30, 50 Züge so passiv spielen mit Weiß, ist natürlich auch immer sehr, sehr undankbar. Und ihr wisst selber, wie, das macht auch keinen Spaß. Ne? Und deswegen ist das super, super unangenehm und schwierig zu spielen. Punkt C1, okay, der wird gedeckt. Finger F1, zack, einer wird getauscht, okay. Dame D4, D2. So, und auf einmal sehen wir, dieser Bauer ist auf der zweiten Reihe problemlos gedeckt. Es drohen so Geschichten wie Turm D1. Ob mit oder ohne Damentausch spielt hier schon überhaupt keine Rolle mehr. Denn wie soll ich das denn abwehren mit Weiß? Ne? Wenn jetzt zum Beispiel der Damentausch käme und Springer E3 käme, was diesen Punkt hier nochmal überdeckt, kommt aber trotzdem Turm D1. Weil dieser Läufer hier auch noch das Feld am Ende kontrolliert mit mehr Figur für Schwarz. Und ja, es ist einfach hier nichts groß gegen zu machen, ja, nach C2. Und deswegen hat Weiß in der Partie auch direkt aufgegeben. Jetzt kann man sagen, hat er nicht zu passiv gespielt? Vielleicht. Ja. Wie gesagt, im Nachhinein weiß man immer besser und alles Bescheid. Schwarz hingegen hat die D-Linie kontrolliert und das volle Potenzial seiner Stellung ausgeschöpft. Kein Gegenspiel zugelassen und die Vorteile seiner Stellung nach und nach langsam, aber sicher nach vorne geschoben. Und ohne irgendwie ein Gegenspiel zu befürchten. Deswegen, also, mir hat das Beispiel wunderbar gefallen, auch wenn es unspektakulär war, jetzt keine großen Taktiken waren. Aber das ist das, was am Ende des Tages viele, viele Punkte gewinnt für Schwarz. Nämlich diese Aktivität und diese Bauern nach vorne, Gegner hat keine Aktivität. Und dann ergeben sich von alleine irgendwann durch die Kontrolle und durch die aktiveren Figuren, irgendwann ergibt sich dann irgendwas. Ja, und hier hat Schwarz die Partie gewonnen, weil Weiß aufgegeben hat. Ihr seht, wie einfach und effektiv und wie stark die Besetzung einer offenen Linie sein kann. Von daher versucht euch das zu merken und selber anzuwenden. Ich drücke die Daumen dabei. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, macht's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.